Mir war immer angespornt, woher kommen wir, wann kommen wir mal in die Schweiz. Oder? Das hat man am meisten gelungen. Oder dass man mal keine Angst mehr muss haben von anderen Ländern. Weil man war immer unter Druck. Ist man da willkommen? Ist man da willkommen? Oder ist man da? Hast du immer diesen Weg? Weißt du nicht, bist du nicht daheim gewesen? Es ist mehr zurück in die Heimat. Flucht hast du. Ja, gut, woher? Flucht, was ist jetzt eine Flucht? Die Deutschen haben gesagt, woher das man will. Oder? Die haben befohlen, jetzt geht ihr dorthin, dort hat es Platz und jetzt geht ihr da. Und dann haben sie sich eingeteilt zum Arbeiten. Und so. Du hast einfach müssen folgen. Oder? Das ist halt. Wenn du nie auf. Ja, da hast du dich nie herwenden. Wir waren mehr oder weniger immer in den Dörfern verteilt. Und dort haben sie nie bombardiert. Also ein einziges Mal sind wir eine Woche lang in Klagenfurt gewesen, wo man hat ja vielleicht in der Nacht zwei, drei Mal in den Keller ab und wieder rauf in den Keller ab und dann haben sie wieder bombardiert. Das hat schon getan, nicht, aber... Es ist, wie es gesagt, man hat niemals so Angst gehabt, dass man gesagt hat, oh, jetzt ist, ja gut, wenn sie es genau getroffen hätten, aber es ist immer so gut abgelaufen. Wir sind überall gut durchgekommen. Das ist die Grossmutter von der Mutter. Ja, das muss ich das genau ist das Grosstal. Wo wir in der Tschechei gesehen sind. Ja, da ist einer noch vom Kindergarten, wo ich gesehen bin. Wo bist du drauf? Ja, jetzt muss ich so schauen. Da haben wir so eine Feewagen organisieren. Da sind wir verladen worden, so eine Feewagen. Und da sind wir am der Vortag, so ungefähr so 10, 11 Uhr morgens sind wir abgefahren. Da sind wir die ganze Nacht. Und dann sind wir auf St. Margrethe gekommen. Morgen etwa um 9 Uhr sind wir auf St. Margrethe gesehen. Und dann haben sie auf der Feewagen aufgetan. Und dann haben sie es ausgeladen.